Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, dobrodošli na našem online koncertu, ki ga prirejamo v okviru 45. dobrodelne tombole na Višji šoli za gospodarske poklice Šentpeter. Letos je vse malo drugače zaradi pandemije COVID-19. Ta nas je spodbudila, da poleg tradicionalne tombole organiziramo tudi dva dobrodelna koncerta. Danes bova z vami dijaka tretjega letnika Zala Filipič in Elias Branc. Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, herzlich willkommen bei unserem Online-Konzert, welches wir anlässlich der 45. Tombola an der HLW St. Peter veranstalten. Dieses Jahr ist wegen der COVID-19-Pandemie natürlich alles ein wenig anders. Wir mussten neue Wege finden, um die Tombola trotz der besonderen Umstände zu verwirklichen. Im Rahmen dessen haben wir zwei Konzerte organisiert, durch welche Sie wir zwei, Zala Filipič und Elias Branc, begleiten werden. Wir freuen uns, dass folgende Gäste unser klassisches Konzert durch ihre Mitwirkung unterstützen. Die weltbekannte Opern- und Konzertsängerin Bernarda Fink, der Opernsänger und Absolvent unserer Schule Gregor Einspieler-Springer, unsere Lehrerin für Musik und Slowenisch sowie Chorleiterin Sonja Koschier. Last but not least Katja Krishna, Pädagogin in unserem Internat und Absolventin der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik in Klagenfurt im Fach Sologesang. Tira mora nikto bit, ki boje tak lepo. To je gotovo kukavca, ki je mojega srca ljubica. Kuku, 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 tako je kukala. Kuku, 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 tako je kukala. Na zvezde štit, rana bila bi videla, kedaj bo treba umrit. Zglasila se je kukavca, prav žalostno zakukala. Kuku, 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 tako je kukala. Tako je kukala. Kaj te bom poslušala, za norca meni imaš. Sem te doskrat slišala, kako še glas imaš. A kukavca je kukala, na vejci se je sukala.
St. Jakob war schon immer eine kulturell sehr produktive Gegend. Eine prägende Persönlichkeit war der Gründer unserer Schule, Matej Rajun. Nicht nur hat er unsere Schule ins Leben gerufen, sondern auch andere, für die slowenische Volksgruppe wichtige Akzente gesetzt. Schon immer wurde in St. Jakob viel gesungen. Unser heutiges Konzert stellt den Komponisten und Chorleiter Anton Nagele in den Vordergrund. Der von den Einheimischen Tonchei genannte, wuchs von Musik umgeben auf. Seine Mutter war Organistin an der Pfarrkirche St. Jakob. Die ersten Schuljahre verbrachte er an der damaligen Narodna Schola hier in St. Peter. Seine musikalische Ausbildung setzte er zunächst an der Orgelschule in Klagenfurt fort und entschloss sich für ein Musikstudium in Wien. Dieses half ihm, sein Talent zu entfalten und seine Kreativität auszuleben. Wabimo vas, da se svojim darom podprete mlade v Bolgariji v aprilcih, za katere za tombolo in koncertoma danes in prihodni četrtek zbiramo sredstva. Pri naših dijakih in preko Facebooka lahko kupite srečke ali pa preprosto darujete svoj dar za nakazilom. Roža tam v vrtu zelenem cvete, pride k tej roži veselo dekle. Rože si zaželi, roži Rose is all.
Cheers,
Anekdota iz življenja Antona Nagele je bila, da se je župnik Andrej Karicelj pritožil pri organistu, da prelepo igra in ljudje ne sledijo maši, ampak samo poslušajo mojstrsko igranje Antona Nagele. Glasbeni opus Antona Nageleta vključuje mnogo duhovnih pesmi, samospevov, posvetne pesmi, posebno mesto pa ima kantata Miklova zala. Danes nam priznani pevci ob spremljavi vrhunskih pianistk predstavljajo nekaj pesmi iz Nageletove zbirke posvetnih zborovskih skladb. Zahvaljujemo se pianistkam, ki za svojim igranjem prav tako podpirajo dobrodelni koncert v prid mladim v partnerski šoli v aprilcih v Bolgariji.
Ein besonders herzliches Dankeschön gilt unseren heutigen Pianistinnen, die sofort bereit waren, unser Konzert zu unterstützen. Es sind dies Lucia Haab, Klavierstudentin an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, und Christina Morell-Geetz, ebenso Klavierstudentin an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik in Klagenfurt. Sklepu pri srčnega koncerta bi se radi zahvalili vsem ustvarjalcem, ki ste v namen dobrodelnosti na razpolago dali svoj dar ustvarjalnosti, svoj čas za vajo in koncert
Unser Team podprli 45 tombolo Sharing is Caring, ki jo organizira tretji letnik naše šole, zatem pa zbira sredstva za mlade v aprilcih v Bolgariji. Wir freuen uns über jede Spende, die Sie uns zukommen lassen. Lose erhalten Sie per Facebook, über unsere Schulhomepage oder bei uns persönlich. Mit dem diesjährigen Erlös werden wir den Turnsaal unserer Partnerschule ausstatten. Abschließend vielen Dank unserem Aufnahmeteam mit Valentin Certo und dem Unternehmen Artis. Viele neue Rollen am Mölchen Mayo. Some vetch bartek ti
Das war dann nicht wahr.